Herzlich willkommen zum Wochengruß 2321 mit zwei Beziehungstypen und einem Blumenstrauß. Wunderschön kommt und mit mir. Und du hältst den Löffel schon so keck in die Luft gereckt, als ob du gleich was sagen wolltest und ich keine Einleitung machen soll. Das ist so erwartungsfroh. Nee, mach mal ruhig eine Einleitung und ich halte dich schon mal in die richtige Position, dann habe ich danach weniger Arbeit. Weil der Löffel hat schon so eine Spannung. Der hat schon so. Da ist schon so was drin. Nee, lass ihn nicht hängen. Das wird jetzt. Das sieht vielleicht komisch aus, genau. Schwierig. Genau, ich glaube, ich wollte den Wochengruß ab jetzt Community-Gruß nennen, weil er sich mehr in die Community richtet. Und ich muss jetzt mal eine kleine Vorrede machen, die einfach im Augenblick echt notwendig ist. Wir haben nämlich ein Kommunikationsproblem. Ihr wisstet ja schon, also die E-Mails kommen fast nicht mehr vernünftig an. Das ist echt ein Problem. Wir haben E-Mail-Listen, wo die E-Mails im Nichts verschwinden. Deswegen, wenn du eine E-Mail nicht bekommst, bitte melde dich. Wie macht man das, wenn man eine E-Mail nicht bekommt, sich zu melden? Das könnte schwierig werden, weil genau. Ich weiß, worauf du achten musst. Ne? Deswegen nochmal der Hinweis, es kommt, heute ist Sonntag, na genau. Mhm. Sonntag kommt der Community-Gruß, Samstag kommt der Newsletter, der müsste gestern in ein Postfach gewesen sein, geht über Ankern mit Worten. Freitag war Community-intern Update-Supervision, das Video steht schon auf Edomanto. Donnerstag war mein etwas verunglücktes vom Termin her Webinar über Sleight of Mouth und die Freiheit des Wortes. Da wurde der falsche Link am Anfang geschickt. Wir mussten dann kurzfristig in einen anderen Zoom-Raum gehen. Es waren aber die meisten noch da. Das steht auf www.ralfstumpf.de/webinar-tv noch bis Donnerstag. Dann kommt Caro mit Psychografie und persönlicher Entwicklung, soweit ich mich erinnere. Am Mittwoch habe ich letzte Woche zum ersten Mal, kommt jetzt regelmäßig, einen neuen Newsletter mit nur, was war letzte Woche, was wird nächste Woche sein. Dienstag war der Podcast mit Dagmar. Ich muss immer dran denken, wenn ich dran denke. Dagmar hatte sich eine Liste gemacht mit 10 Sachen, über die wir reden wollen. Wir haben exakt über 0 von dieser Liste geredet, weil nämlich sie in der Eröffnung noch auf ein anderes Thema kam und das hat uns dann eine Stunde Zeit gekostet. Montag gibt es einen alten Themenabend auf Edomanto, der veröffentlicht wird. Das war jetzt die Integration aller Techniken ins NLP-PT. Hm. In der Reihe ist auch dieser coole Abend mit Selbstcoaching-Themenfindung, wo wir die geile Demo haben, wir zwei miteinander. Genau, den wollte ich vorhin raussuchen, da gab es nur zwei, die waren so ähnlich von der Bezeichnung. Der eine Themenabend hieß nämlich Selbstcoaching und der andere hieß Themenfindung. Und die Frage ist jetzt, welcher ist welcher? Wahrscheinlich muss man sie beide gleichzeitig gucken, weil dann hat man Themenfindung und Selbstcoaching. Klingt doch plausibel. Und wenn du von der Community bist und das Gefühl hast, du bekommst nicht die richtigen Informationen über all die Sachen, Monique hat eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, in der nur ganz wenig Infos kommen, nämlich im Grunde kommt in der WhatsApp-Gruppe immer ein Hinweis, es ging gerade eine E-Mail raus. Und das heißt, in der WhatsApp-Gruppe kannst du überprüfen, ob du die Sachen mitbekommst und wenn du was nicht mitbekommst, kriegst du darüber einen Hinweis. Wir haben halt, wie gesagt, das Problem gerade mit den E-Mail-Listen, aber ich habe an diesem Wochenende eine Adresse bekommen, wo man vielleicht noch E-Mail-Listen einrichten kann und es könnte sein, dass das Problem dann gelöst ist. Wir wollen in Kontakt bleiben. War das eindrucksvoll genug? Ja, kann man verstehen. Ich denke auch, genau. Verstanden, glaube ich. Du bist uns wichtig. Das war schon beziehungstypmäßig, ne? We want you. Richtig. Ich bin jetzt fertig. Du bist kannst fertig? Du deinen. Das ist eigentlich Superman, aber er ist heute inkognito. Das stimmt, genau. Heute bin ich mal. Das müsste man sich vorstellen, dass hier ein. Wenn ich jetzt so rum mache, ist das eigentlich nicht. Es müsste ja so rum sein, wa? Aber er ist trotzdem super. Es ist trotzdem. Ich bin trotzdem super, genau, ich weiß. Genau. Magst du irgendwas zu dem Wochenende erzählen? Was das Thema war und was wir so gemacht haben? Es war schön. Es ging diesmal, man kann sagen, ausschließlich um Ressourcen. Und das ist eigentlich genau das, was NLP auch ausmacht. Es geht primär um Ressourcen und dann bin ich einfach gut drauf. Man kann auch mal über Probleme sprechen, aber über Ressourcen zu sprechen ist eigentlich viel, viel cooler. Du hast das ganze Wochenende geflirtet. Auch, ja, auch, hoch, ja. Ja. So, ist auch eine Ressource, oder? Flirten? Hast du gut gemacht. Ja.
Vielleicht habe ich so viel. Mann. Ja, ich sag einfach mal ja. Ich finde es ja nach wie vor erstaunlich, dass in diesem Kurs hier, wo also auch wirklich viele leckere Singles rumlaufen, sich in all den Jahren wirklich nur ein Pärchen gefunden hat. Ich glaube, für die meisten ist das Problem, die kommen zu diesem Kurs und sehen so viele leckere Singles auf einmal, dass sie sich nicht entscheiden können. Ja. Ja, also ja, aber was soll ich dazu sagen? Also ich meine, kommt einfach her und guckt es euch selber an. Hier rennen auf jeden Fall, hier rennen ganz viele Leckerbissen rum. Und ja, dann schaut einfach, also wirklich wie eine Wundertüte. Letzte Woche saß ja hier Daniel und hat sein Flirtseminar empfohlen. Wir könnten diese Woche noch einen draufsetzen und sagen, dass du... Ich... Du. Richtig, ich, Matthias. Bist. Assistent. In diesem Flirtseminar. Daniel im Flirtseminar. Was im Grunde der Hammer ist. Richtig. Definitiv. Sich zu überlegen, dass dann Daniel bringt die Theorie und du die. Nee, das wäre jetzt gemein, ne? Praxis? Okay. Also, wir ziehen uns nicht aus. Wir bleiben angezogen, oder? Ja, mal gucken, mal rein. Nein, es geht. Genau, da gibt es ja eine Seite davon, auf Daniels Website kann man mal schauen, da gab es schon eine E-Mail, die rumging und Daniel macht ja auch ganz fleißig Werbung dafür und wir machen jetzt auch nochmal Werbung dafür. Das ist das 1. August-Wochenende, Daniels Flirtseminar mit mir als Assistentin. Assistentin? Assistentin. Ach, Assistentin. Ich dachte schon, dass du das umdefiniert. Ten. Was, wie ist dein bevorzugtes Personalpronomen? Es hängt davon ab, ob es warm und kalt ist. Okay. Bei der Gelegenheit, ich glaube, da bist du auch dabei. Daniel hat jetzt auch noch eine neue Übungsgruppe ins Leben gerufen. Richtig. Die hat, glaube ich, das erste Treffen am 12.06. Habe ich das richtig in Erinnerung? Bist du da dabei? Da bin ich dabei. Kannst du was drüber sagen? Weil das ist hier Community. Guck mal, so sieht die Community aus. Genau. Terminator? Genau, also Daniel hat eine neue Übungsgruppe gegründet. Mhm. Die ist jetzt quasi noch ganz frisch. Da sind aktuell 15 Mitglieder, MitgliederInnen drin. genau. Mitgliedernde. Ich habe gerade überlegt, genau. Mitgliedernde. Mhm. Genau. Und der erste Termin ist am Montag, den 12.06. Und wer da ganz gerne daran teilnehmen möchte, der meldet sich am besten bei Daniel. Oder auch bei mir, dann leite ich es weiter, auch kein Problem. Irgendwie, ich glaube, ich schreibe unten drunter irgendwie. Oder genau, einfach nochmal reinschreiben. Genau. Und dann, das ist, glaube ich, 19 Uhr, ne? Genau, das ist von ab 19 Uhr und dann... Und er wollte ein bisschen erst was erzählen, dann sollte man üben und sollte, glaube ich, um Hypnose gehen. Richtig, ganz genau. Genau, gut. Bei der Gelegenheit, was ich auch schon lange nicht mehr offiziell verkündet habe, dass ich jetzt wieder Termine anbiete für persönliche Gespräche, Coaching, Beratung, Supervision, wie auch immer. Der nächste ist am 31. Mai, mein Coaching-Tag, und dann vielleicht im Juni, wenn dich das interessiert, einfach eine E-Mail schicken. Dann sage ich dir die freien Termine. Genau. Viel Vermeldungs. Richtig. Ich überlege gerade, hat der Mai überhaupt 31 Tage? Ja, das ist sehr gut. Januar, Februar, März, April, Mai. Okay, stimmt. Ich fand das als Kind so beeindruckend. Januar, Februar, März, April, Mai, aber wir kommen aufs gleiche Ergebnis. Genau, weil dann kommen halt die beiden mit 31 Tagen nebeneinander. Das ist so cool. Ne? Das sind also der Juli und der August, beide. Ich finde, es ist so großartig, dass der Kalender hier eingebaut ist. Und mal vorstellen, wie genial die Natur sich das ausgedacht hat, dass wir im Körper den Kalender eingebaut haben. Wie war das heute? Also normalerweise, eine Hand hat normalerweise fünf Finger, zählen wir mal den Daumen auch als Finger, dann kann ich eigentlich bis fünf zählen. Ne? Und wie war das jetzt am Wochenende? Wir hatten eine Teilnehmerin, die meinte, man kann mit einer Hand... Man kann binär zählen, weil wir dann quasi 1, 2, 4, 8, 16, dann kannst du zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist auch cool, ne? Dann kommt 7, jetzt wird es schwierig, 8, und so kann man sich da so hochzählen. Es ist ein bisschen umständlich, aber sie hat geübt, binär mit einer Hand zu zählen. Wo ich sagen würde, so für den praktischen Alltag, also das ist jetzt ein NLP-Hack, ne? Also wenn ich 5 Finger habe, dann zähle ich bis 5, danach fange ich wieder von vorne an und dann aber mit 6, 7, 8, 9, 10. Das ist mein Hack. Krass, oder? Ich finde, von Beziehungstypen ist das zum Niederknien. Krasses Pferd. Wollen wir mal deinen Nachbarn auch noch was sagen lassen, dass die Leute wissen, wer das überhaupt ist und so, warum der Mann da sitzt, außer weil er extrem gut aussieht?
Du musst ihm den Löffel geben, sonst kann er nichts sagen. Ich überlege, ob du gerade eine Frage stellst. Gib mal den Löffel ab. Dankeschön. Genau. Hi. Hi, Pascal, auch Assistent hier, heute bei dem Practitioner. Und schon wie das Zählen mit den Fingern haben wir noch viel mehr, ich finde, sehr praktische oder alltagstaugliche Themen gehabt dieses Wochenende. Gerade das Thema Chunking nochmal so alltagstauglich zu sehen, die Optimismusstrategie. Ich finde, da haben viele was mitnehmen können. Vielen Dank. Genau, bei Chunking haben wir ja viele Witze auch erzählt. Ne? Was ist der Unterschied zwischen und was haben gemeinsam? Aber die erzählen wir jetzt nicht, weil die alle nicht jugendfrei sind. Dafür müsst ihr herkommen. Genau. Ich glaube, ich habe noch nie so einen langen, flammenden Text über Chunking erzählt wie an diesem Wochenende. Das war so richtig so eine Chunking-Predigt zu Pfingsten. Da kam der Heilige Geist über mich heute und ich habe das Feuer des Chunkings auf die Leute übertragen, hoffentlich. Ja, doch, ich glaube, bei einem oder anderen. Ich glaube, das ist hängen geblieben. Hm? Also gestern war ja mehr oder weniger ein Tag über die Optimismusstrategie. Hm. Also wie über die es auch ein Webinar gibt auf Edomanto und in der World of NLP. Auf Wunsch von Yves. Ah, okay, super, genau. Ja, die hatte mir gesagt, wir haben auf der World of NLP nichts über die Optimismusstrategie. Die ist toll, mach doch was, habe ich was gemacht. Hervorragend. Manchmal mache ich, was man mir sagt. Kommt nicht oft vor, aber manchmal mache ich, was man mir sagt. Nee, also stimmt schon. Wenn manchmal wirklich ganz große Lücken irgendwo frei sind, dann muss man also, ne, man muss ja also Licht ins Dunkle bringen. Und da, wo noch Schatten ist, da fehlt halt ganz viel Licht. Krass, oder? Das kommt so einfach aus dir raus? Einfach so. Nach einem Tag Optimismusstrategie denkt man auf einmal positiv. Ich habe das Gefühl, dem kann man kaum noch irgendwas hinzufügen. Genau. Das ist schon, also das ist beeindruckend. Hm. Vielleicht magst du noch was ergänzen? Nee, ich glaube, da kann ich keinen mehr draufsetzen. Genau, also auch wenn wir Chunking dieses Wochenende hatten, aber da komme ich gerade nicht mehr drüber. Doch, da kann man noch eins draufsetzen. Wir hatten doch irgendwas mit, dann fühle ich mich zugehörig zu der Gruppe der Königinnen und Könige oder so. War das heute? Nee, Daniel hat gestern gesagt, du bist ein Gelingenlasser. Ach, Gelingenlasser. Stimmt, das war ja auch ein sehr schönes Wort. Aber das mit den Königinnen und Königen finde ich auch super. Ne, also wie war das irgendwie, wenn man eine Krone auf hat, die relativ schwer ist, dann steht man gleich ganz gerade da und fühlt sich gleich viel wertvoller. Ja, weil der Gedanke, du musst einmal niesen, und dir fällt irgendwie 10 Millionen runter und zerbricht. Das ist natürlich, das ist doof. Ich glaube fast, wir sollten aufhören, oder? Auch wenn du dich jetzt erst bequem hingesetzt hast, aber ich habe das Gefühl, wir sollten aufhören. Genau, ich habe mich gerade angefangen zu entspannen. Ja, jetzt könntest du die nächste halbe Stunde weiterreden. Jetzt könnte man ins Plaudern kommen. Genau. Bitte schreibt unten in die Kommentare, ob ihr im nächsten Wochengruß eine halbe Stunde Solo von Matthias haben wollt. Wenn, dann würde ich das einrichten. Also weil er sitzt jetzt schon so bequem, genau. Als ob es jetzt eigentlich anfangen könnte. Ne? Über Schatten und Licht und Könige. Ich kann übrigens hinterher bei YouTube gucken, da gibt es so eine Absprungquote. Das heißt, ich kann gucken, an welcher Stelle in dem Video neue Zuschauer dazugekommen sind und wo die meisten abspringen. Ich gebe dir gerne hinterher die Zahlen, also wenn du möchtest. Ich kenne so eine Funktion, man kann den Daumen runter auch abstellen. Da gibt es nur noch Daumen nach oben. Es gibt bei YouTube, glaube ich, keinen Daumen nach unten mehr. Gibt es nicht mehr? Nee. Das ist nur noch. Ach, das haben sie, weil sie zu sehr die Leute diskriminiert haben. Ja, das waren traumatische Erfahrungen und darum gibt es bloß noch Daumen nach oben. Das heißt, du musst dann wählen zwischen Daumen nach oben und Daumen nach oben? Hm. Du kannst aber auch Daumen nach oben nehmen. Richtig. In diesem Sinne. Magst du einen Abschlusssatz sagen? Ja, während du dich schon quasi dann demnächst zur Kamera aufmachen tätest und den Löffel vielleicht an, ich weiß nicht, YouTube fragt mich immer, wenn ich das Video hochlade, ob das für Kinder geeignet ist. Matthias, was sollte ich dieses Mal sagen? Sollte ich sagen, es ist für Kinder geeignet oder ist es ungeeignet für Kinder? Diesmal ja. FSK 8, nee, 16? 12? Dann ist es, glaube ich, für Kinder geeignet. Ich danke dir sehr, ich danke euch und deswegen tschüss.